Ey, ich rufe hier Leute an. Alter, Basti, ich mach übelst Cash. Jetzt kommen die Kunden! Ach so! Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe letztens zusammen mit Basti den Restaurant-Simulator gespielt. Das Prinzip ist wirklich super einfach. Im Grunde, Basti und ich haben ein Restaurant und wenn ein Kunde ab irgendeinem bestimmten Punkt keinen Bock mehr hat und wir zu lange brauchen, müssen wir den Laden schließen. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video. Dann let's go! Du musst einmal Karte. Wir haben geöffnet! Leckere Steaks, English Medium oder gut durch. Alles für jeden ist am Start. Also, du musst noch auf Go machen. Unser Restaurant ist noch zu. Alright. Okay. Oh, hallihallo! Schönen guten Tag. Oh, es sind zwei, es ist eine Gruppe von zwei, Basti. Okay, ich nehme einmal an. Pass auf, wir haben. Beide wollen einen Steak. Ich weiß nicht genau, wie gut durch. Es sieht aus wie Englisch. Ah, nein, ich mach falsch. Einfach draufhauen. Wie gut durch ist es? Ich weiß nicht genau, wir tryen einfach mal. Das hier, oder? Ist es das? Das ist das Richtige. Okay, komm, wir kommen direkt zu zweit raus. Hallihallo, wer bekommt das Steak? Nice, 10 Cash, let's go. Wir haben unseren nächsten Gast. Der möchte ein bisschen besser durch. Das ist gut durch. Ich mach sauber. Ja, richtig so. Hallihallo, wer hat das Steak Medium? Danke. Boah, geil. Das läuft gut, Basti. So, der nächste kommt, Basti. Zweier-Team. Ich nehme an, die wollen gerne beide ein leicht durch. Oh mein Gott, hier drin ist ja richtig dreckig. Kevin, die Leute, die wollen hier nichts essen, wenn es so scheiße aussieht. Oh, Basti, du hast es verkochen lassen, du Vollhorst. Wie? Du bist da auch genauso gut Koch. Schnell, der andere Ballon. Basti, du musst doch warten. Warum gibst du ihm denn schon sein Essen, Junge? Ja, weil du mal mitspielen sollst auf Tempo. Ja! Oh mein Gott, holy shit, Digga. Am letzten Drücker diese Lappen, Alter. Ja, und jetzt verpisst euch so. Oh, er will ein richtig durchgebrutzeltes. Ich nehme das alte hier. Dame. Nice, wir haben es geschafft. Glückwunsch, du hast Tag 1 abgeschlossen. Basti, wir haben es. Wir haben insgesamt 34 Euro verdient, Basti. Oh mein Gott, wir können das alles umstellen hier. Wie geil. Ach, können Sie die Teller bitte selber abwaschen? Oh, noch mehr Geschirr wäre krass. Boah, brauchen wir mehr Geschirr gerade? Was ist mit einem neuen Tisch? Wenn wir noch mehr Tische haben. Okay, Basti, bevor wir uns irgendein Upgrade widmen, komm mal kurz hier. Bruder, was darf bei einem guten Restaurant nicht fehlen, Basti? Der richtige Name. Wie findest du den? Warte, ich mach einen. Wie geht's wie Steaks? Das ist es. Wie geht's wie Steaks? Stark. Den nehmen wir. So, zweimal leicht. Wie heißt es denn? Englisch? Wie kann ich den Müll wegmachen? Oh mein Gott. Bro, du musst den Müll rausbringen? Hallo, ich bin der Koch übrigens. Ich bereite ihr Essen zu. Gerade noch vor 2 Sekunden den Müll angefasst, aber ich bereite ihr Essen zu. Schön, Basti, gute Arbeit. Schönen guten Tag, was wollen Sie haben? Einmal durch und zweimal durch. Einmal und zweimal. Also einmal, zweimal, you know? Haben wir. Und Basti, damit haben wir unseren letzten Gast geschafft. Oh, glaube ich jedenfalls. Vielleicht kommt noch jemand. Nein, wir haben es geschafft. Oh, wie viel Sterne kriegen wir? Ja, ein bisschen 5. Wait, what? 1? Das ist unser wir sind jetzt ein 1-Sterne. Ah, ja. Du hast recht, wir sind ein 1-Sterne-Restaurant von 5. Okay, wir waren vorher ein 0-Sterne-Restaurant. Das ist schon gut. So. Oh, wir können jetzt was auswählen, Basti. Oh, das ist huge. Dein Restaurant ist auf die nächste Bewertungsstufe aufgestiegen. Wähle eine Upgrade-Karte, um bessere Belohnung zu verdienen. Also, wir können entweder wählen, Sauerei bedecken, größere Bereiche oder für Käsebrett als Nachspeise hinzu. Bis zu 3 Kunden können das sich jeweils teilen. Das ist mehr Cash dann. Ja, dann lass rechts nehmen. Also, gibt's jetzt auch ein paar Käsebretter. Okay, let's go. Boah, ich muss heute vielleicht viel schnippeln. Dann machen wir's. Nur wer ist er? Guck mal, hallo, wie geht's Ihnen? Er kommt hier übelst reingekrüppelt. So, was möchtest du haben? Einmal Medium, Basti. Digga, schnellster Service, heilige Scheiße. So, er hat noch kurz hier in die Ecke gepisst. Danke, Bro, bester Mann. Einmal Medium, einmal komplett durch. Sag einfach immer nur, lass am besten immer nur 2-3 sagen. Okay, 2-3. Kannst du mir die hier draufbringen? Klar, Chef. Geilo, wollen Sie eine Käseplatte haben? Käseplatte gibt's jetzt neu im Angebot. Dicker, warum wollen die nicht? Was ist denn mit euch, Mann? Oh! Okay, 1 und 2. Nee, 1 und 3, glaube ich. 1 und 3. Nee, 1, 2. Ja, ich kann's nicht ganz tellen. Naja, deswegen bin ich auch der Koch geworden. Was ist 1 und 3. Ja, perfekt, so viel dazu. Schön. Wollen Sie eine Käseplatte haben? Haben wir neu im Angebot? Mann, Junge, was ist denn mit denen? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab richtig schlechte Laune. Digga, warum haben wir denn die scheiß Käseplatte geskillt? Keiner will die, Digga. Was soll das? So, schönen guten Tag. Hier, zack, ihr Essen, boom. Wollen Sie eine Käseplatte haben? Käseplatte, neu im Angebot. Mann, Junge! Digga, was, die wollen die nicht? Die denken, die ist schlecht. Keine einzige. Digga, wir haben nicht eine Käseplatte vercheckt. WTF? Let's go. Wir können uns jetzt entscheiden, Basti,
ob wir eher exklusiv oder formell sein möchten als Restaurant. Boah, wie geil, Digga. Gäste müssen sich glücklich fühlen, überhaupt in das Restaurant gekommen zu sein. Oder formell konzentriere dich auf hohe Standards und erwarte das auch von deinen Kunden. Ich würde sagen, du liegst, oder? Wir sind so ein Geschenk. Und zu uns zu gehen, das ist quasi, beflügelt deine Sinne. Dann brauchen wir auch so Entertainment. Da will irgendein Atzen dahin, der soll... Sterne-Restaurant, Digga, mit so Clown, der so Luftballons faltet, Digga, und so Hunde draus macht. Ja, guck dir McDonald's an. Ja, okay, fair, Sterne-Restaurant. Ja, komm, links. Ja, geil, okay, jetzt sind wir ein exklusives Restaurant, Basti. Oh, schönen guten Tag, der Herr. So, was wollen Sie denn? Wir wollen einmal eins und einmal zwei, Basti. Nee, einmal mehr noch, einmal mehr noch. Ich bin nervös. Oh mein Gott! Bro, Basti, what the fuck? Junge, warum schmeißt du weg, Bruder? Warum schmeißt du weg? Weil ich keine Lust habe da drauf. Das ist mir peinlich. Hallo, ich bringe hier Essen gleich vorbei. Aber vorher bringe ich es noch dreimal im Kreis. Was, wir müssen uns beeilen, langsam. Es wird langsam hier ein bisschen knapp. Das ist wieder das Falsche. Das war nicht absichtlich, sorry. Der draußen wartet? Ja, ist richtig. Wir sind exklusiv. Der steht im Regen, Junge. Ey, wir müssen den dreckigen Teller, Basti, den dreckigen Teller. Okay, koch du. So, was willst du? Eine Käseplatte, Basti, rare. Ich mach die Käseplatte. Mach du das, was die wollen. Ey, wir haben noch eine Käseplatte jetzt auf einmal. Ja, Digga, auf einmal wollen sie alle. Die scheiß Wichser, Alter. Letzte Woche, wo im Angebot war, war keiner da, Basti. Junge, das ist das Laufband für die Waschmaschine, Digga. Was ist los mit dir? Hier, mach das Zweier. Du weißt nicht, was eine Waschmaschine ist. Shut the fuck up. So. Käseplatte! Ja, komm, warte. Mach du die Käseplatte, ich wasch ab. Wie? Na, was? Weil jetzt zwei Tische keine Käseplatte rechtzeitig bekommen haben, mussten wir zumachen, Digga. Katastrophe. Nachdem Kunde nicht bedient wird, Restaurant muss wegen wütender Kritiker schließen. Ach so, aber dass die Kunden uns in die Bude pissen, ist kein Problem gewesen. Da hat sich niemand beschwert. Aber wir bringen Käseplatte 2 Sekunden zu spät, Bruder. Laden muss zumachen. Die haben zu lange draußen gewartet. Ey, scheiße. Ja, nochmal rein. Hilft ja nichts. Wir können jetzt starten mit einem Salat anstatt Steak. Ich meine, wir können halt jetzt ein bisschen versuchen, die jüngere Zielgruppe ein bisschen, sag ich mal, für einen healthy Lifestyle zu stehen. Ja. Basti, was hast du für ein Outfit an, Junge? Was willst du von mir? Bro, seitdem die Kritiker unseren Laden dicht gemacht haben, wir dürfen nicht genauso aussehen wie vorher. Die Leute wissen doch, wer wir sind. Oh, fair. Aber ich will heute der Hotdog sein. Nee, scheiß auf die Kritiker, Digga. Ich bin jetzt der Hotdog, so. Was ist denn ein hipper Name für einen Salatladen? Alle schreiben Saladen. Ich weiß nicht genau, wie viel zu denen. Weil es ein Laden, wo es Salat gibt, ja, verstehst du? Ja, lass machen. Saladen, Digga. Buchungstisch. Alright, so, unser erster Kunde ist da. Hallo, Sie sind unser allererster Kunde. So, Sie wollen einen Salat. Einen Salat bitte, Basti. So, hier lassen Sie schmecken. Wir haben leider noch keine Käseplatte, aber kommen Sie gerne nochmal wieder. Ich habe 3,5 Jahre diesen Job gelernt, damit ich jetzt am Ende nur... Basti, mach einen Salat! Was denn? Du hast sie doch in der Hand! Sorry, da habe ich mich kurz geirrt. Was wolltest du sagen? Du hast 3,5 Jahre den Job gemacht, damit du... Ja, damit ich jetzt hier die Scheiße mache. Hol den leeren Teller raus! Warte, ich stelle den ganz kurz bei Ihnen ab. Warten Sie. Mein Kellner ist nämlich komplett problematisch. So, langsam wird er sein Essen haben, Basti. Gib mal ein bisschen Stoff. Ja, dann nimm's dir. Hier, ich kann dich abstellen, Basti. Hier, mach mal den Weißen weg. Ah. So, alright, putz. Okay, wir haben zweimal Salat. Dann hau mir nicht die Arbeitsfläche voll. Hier, Tomate. Und hör auf, selber zu schneiden. Nochmal, schön. Und boom, bitte gehen Sie. Ja, war doch ein erster stabiler Tag. Ja, meine Nerven sind auch geschafft. Das war stabiler erster Tag, meine ich. Mach Spüle und einmal Teller zu dir in den Raum. Bro, das könnte ich for real machen, ne? Wir können auch Teller hier hinstellen bei mir. Wir probieren jetzt mal aus, wie es so ist. Was kann ich mit dem Telefon machen? Ey, ich rufe hier Leute an. Alter, Basti, ich mach übelst Cash. Jetzt kommen die Kunden! Ach so! Yo, mach mal schnell einen Salat ready! Digga, ich hasse dich! Gib Stoff! So, einmal nur Salat. Ich mach, du musst nichts machen, okay? Alter, wir müssen uns beeilen, der Laden macht gleich zu, Basti. Wir haben gleich den Laden verkackt. Ja, wir sind bankrott! Basti, hallo! Mach den Salat weg! Noch nicht! Never surrender! Digga, ich hol dir den Salat, guck mal hier! Hier, ich mach den einzelnen. So, jetzt, verpiss dich! Verpiss dich! So, schön, okay, wir haben's auch. Mach hier weg, schön. Digga, du wischst nicht ab! Ich brauch's keinen Teller stellen.
Noch ein bitte, noch ein bitte. Ich mach. Der Spinner, Digga. Nie wieder. Ich stelle die Spiele sofort woanders hin. Der Spinner. Gib den scheiß Teller. Einmal hier. Salat noch. Schnauze. So, mach mir jetzt einen Salat, Digga. Nee, mach ich. Junge, verpiss dich doch mit dem Teller. Lass mich das doch machen. Mann, Junge. Olle Ronny hier. Boah, das ist eine richtige... Das ist so scheiße gerade. Ey, wir haben es aber geschafft. Ja, aber, Bro, wo soll ich denn mit dem Teller hin? Ich kann hier hinten nichts machen. Alright, wir sind durch. Ich hab den Tag geschafft. Digga, nimm sofort diese scheiß Spüle und bring die hierher. Ja, die Spüle ist scheiße hier. Hier steht die da drin. Niemals. Junge, wie hat die so richtig sauer wegnimmt gerade. Alter, ich bin jetzt hier Meister. Ich bin der Chefmeister. Digga, guck mal hier. Damit können wir alles sauber machen. Wo? Was ich da habe. Die Boner-Maschine. Mann, ey, sorry, es ist schon spät. Es ist ein All-Inclusive-Service bei uns. Alright, nächster Tag, let's go. Boah, das Game ist übelst geil, Digga. Ich ruf schon mal die nächste an. Ich werde so massiv unterbezahlt. Digga, meine Cutter einfach. Okay, wenn oh. Das kracht richtig. Oh, Basti, schnell. Ja, weil du auch das Telefon wie oh. Sorry. Oh, jetzt ist uns beiden. Schnell hinterladen. Oh. Zwei hinterladen. Ein nochmal, nur Salat. Schnell, Basti, schnell. Der Laden muss uns zumachen. So, und jetzt verpissen sie sich aber ganz schnell. Raus. Okay, wir können nochmal den Tag neu starten. Kevin, hör auf, das scheiß Telefon zu wählen. Es tut mir leid, sorry. Sobald drei Kunden da sind, sind wir überfordert. Hey Kevin, ich wollte nicht bei dir Gedanken... Basti, wir schmeißen das Telefon nicht weg. Das ist schon gut. Come on, Kevin, jetzt bitte nichts mehr anrufen. Ich hasse dich so sehr. So, das Telefon, Basti, hat einmal geklingelt. Okay, zweimal mit Tomate jetzt. Ich rufe niemanden an. Super. Noch einmal mit Tomate, bitte. Schnell. Danke, schön. Hier, die Jungs wollen einmal grün, einmal Tomate. Ey, du musst hier einmal die Spüle sauber machen. Ich muss gar nichts. Ich mache, weil ich das will. Schön. Okay, dann haben wir einmal eine Tomatensalat. Sorry, ich habe mir ein bisschen Zeit, dass wir die Spüle upgraden. Oh, ja, oh mein Gott, ja, guter Call. Holy shit, Chat ist auch schon am Durchdrehen. My bad, gar nicht gesehen. Guter Call, Jungs. Zu mir sagt er nicht guter Call. Von dir war auch guter Call, Chat. Basti, meine ich? Ich bin einfach ein fucking Chat für dich. Okay, wir haben es geschafft. Der Tag ist vorbei, Basti. Ja, wir hätten auch ehrlich noch ein, zwei Mal das Telefon wählen können. Kevin, ich will noch einen Tresen haben. Nee, Basti, wir gehen für den Esstisch, würde ich sagen. Hier noch einen Esstisch hier in die Ecke rein, einen zweier Esstisch, hier. Was ist los? Warum stehst du da so in die Ecke? Ist alles okay, Basti? Geh weg. Warum? Ich will mehr Platz haben zum Schneiden. Du hast genug Platz. Bro, hier stellst du deine scheiß dreckigen Teller aber nur hin. Ja, aber dann mach die doch einfach sauber. Wir kaufen jetzt hier den Esstisch und jetzt Ruhe im Karton. Junge, nein, lass das Telefon, wo es war. Basti, lass das Telefon stehen, Junge. Geh weg! Stell das hier wieder hier hin, das war perfekt hier. Geh weg! Das ist jetzt mein Restaurant, du kommst jetzt hier nicht mehr rein. Bro, hör auf, damit immer anzurufen. Wie er sich in den Weg stellt. Jetzt ab in die Küche mit dir, zackig. So, alright, unsere ersten Gäste kommen. Ich rufe noch einmal an hier. Um ein bisschen zu beschleunigen. So, das Ding ist, es bringt uns halt übertriebenes Extra-Money, Bro. Das ist richtig smart. So, wir brauchen ein paar Salate. Bro, du redest ja auch nur mit den Leuten und denkst ein bisschen heile Welt. Hier hinten brennt die Stube. Das ist so geil, dass ich nur der Kellner bin. Kann ich dir irgendwie einen besseren Call geben mit Salat oder ohne Salat? Ja, Kevin. Ja, Digga, du weißt schon. Ich sag einfach mit Tomate und ohne. You know? Ah, okay, zweimal mit. Oh, sorry, ich hab gechockt, mein Bett. Nicht Suppe. Ja. Ja, gute Arbeit. Gut gerettet, Bruder. Danke, Mann. So, ich rufe jetzt Leute an, ja? Aber wir haben es geschafft. Wir sind durch. Das war der letzte. Geil, war ein guter Tag. Alter Basti. Geschirrspieler. Du musst ihn nur einmal aktivieren, dann wäscht der vier Teller auf einmal, Bro. Ja, das ist. Das ist okay. Es, oder? Das kaufen wir. Okay, Basti, dann hier. Deine neue Waschmaschine, Junge. Boah, Digga, krank. Wo machen wir den hin? Ich würde den dann mit dem hier einfach switchen, oder? Und dann die Spüle mache ich hier hin.
Ja. Anzeigeständer. Lege ich ein Gericht hin, damit Gäste es eher bestellen. Da können wir halt dann nur grünen Salat hinmachen und dann ist es halt einfacher für dich, das zu machen. Kaufen. Ja? Ja. Ist aber ein huge Invest. Ja, aber damit können wir noch mehr Runden überleben. Ja, ist OP, ne? Sollten wir nehmen. Okay, dann fangen wir an, let's go. Boah, das hat funktioniert direkt. Die wollen jetzt nur noch das haben. Digga, einfach nur, imagine, einfach, du gehst in so ein Restaurant und bestellst dir einfach nur grünen Salat. Kannst du mal die Kunden bedienen, Digga? Ich mach mal hier kurz mit der Klobürste. Ach, Digga, ja, nimm die Klobürste, ich red mit den Kunden. Hallo! Digga, jetzt wollen die Tomaten! Nein, nicht alles annehmen, Hin und dann wollen die auf einmal Tomaten! Basti, nicht alles annehmen, das ist dumm. Da musst du schneller fertig sein, checks. Ach, danke für den Tipp. Ja, du hast ihn ja gerade nicht gewusst. Du musst jetzt zweimal machen. Nochmal mit Tomaten. Gib mir die Tomaten. Dann nimmst du doch Silber. So. Oha, wir haben Ansturm draußen. Mach hier den Geschirrspüler an. Räum den aus, Junge. Scheiße. Basti, mach alles. Tomaten. Räum den Geschirrspüler doch mal aus jetzt. Und mach mal hier die Dinger weg. Mach mal den in die Spüle hier. Den ganz recht in die Spüle. Oder das? Ja, das ist noch besser. Scheiße! Ja! Warte! Mach doch mal! Oh. Mach an! Ja, wir haben verkackt, das ist sauber. Hör auf! Fress! Chris heißt das. Oh. Scheiße! My bad. Ja, das scheiß Telefon hat uns das Genick gebrochen. Scheiß Telefon, nie wieder das dumme Telefon. Ich höre so ein richtiger Labersack. Ja, wir können noch. Ja, kommen Sie. Ja, es geht auch sonst immer, aber jetzt gerade war es auf einmal mehr. Basti hat da einmal die Spüle angemacht mit sauberen Tellern. Oh, ja, Basti ist schon. Bro, du sagst, nimm die Bestellung an, mach das Essen und bring es denen noch, während du die Klobürste genommen hast. Ey, Bro, lass uns morgen oder so nochmal treffen und dann tryhaben wir es nochmal. Ja, lass morgen gerne nochmal spielen.